zwischen euch ist irgendwas passiert. Als wir da damals mit der Kamera rausgegangen sind, haben wir uns geküsst. Der ging doch von ihr aus, oder? Ja. Ich habe ihm gesagt, dass ich Abstand will. Ein rein professionelles Verhältnis. Und dann bist du plötzlich über ihn hergefallen und hast ihn geküsst. Sie sind so ein Verräter. Womit ich nicht klarkomme, ist, dass sie die Beziehung zwischen mir und meiner Schwester zerstören. Und wofür? Für einen Kuss, der ihm noch nicht mal was bedeutet hat. Hier in der Firma werde ich meine Arbeit weitermachen. Aber darüber hinaus will ich nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Ist das nicht der Zaubertrank für Frau Hansen? Das ist ein Schlafmittel. Das ist für Schwangere nicht gerade gesund. Das Zeug ist völlig unbedenklich. Außerdem sorge ich dafür, dass sie schnell gefunden wird und zu einem Arzt kommt. Wenn der dann in ihrem Blut dieses Zeug findet und die Flasche bei Tanja auftaucht, dann ist die dran. Du hast ihr dieses Schlafmittel untergeschoben, weil du wolltest, dass sie meinen Sohn verliert! Das meinst du nicht ernst? Dazu, ich wollte, dass sie verschwindet, ja, aber ich wollte nicht, dass ihr und so mit dem Kind irgendwas passiert. Also. War es also nicht von langer Hand geplant, ja? War es eine Kurzschlussreaktion? Weißt du was, das ist mir egal, es ändert nichts an den Tatsachen. Wir haben meinen Sohn heute geholt! Viel zu früh, da weiß noch niemand, ob er es schafft. Damit habe ich nichts zu tun. Das musst du mir glauben. Ah ja? Warum hast du mir verheimlicht, dass ihr euch gestritten habt? Warum hast du das gemacht? Hä? Warum hast du mir das verheimlicht? Warum? Weil ich nicht wollte, dass du auf falsche Gedanken kommst. So wie jetzt, jetzt siehst du mich an. Ich habe dieses verdammte Schlafmittel noch nie gesehen. Ich schwör's dir, Sebastian. Wenn du das wirklich glaubst, dann ist es besser, ich gehe. Wir reden? Natürlich. Wenn es was Berufliches ist? Naja, irgendwie schon. Wir arbeiten zusammen und ich fände es eigentlich ganz schön, wenn wir uns wieder zusammenraufen könnten. Falls Sie Angst haben, ich könnte meine Arbeit vernachlässigen, dann kann ich Sie beruhigen. Ich kann Berufliches und Privates sehr gut trennen. Sie haben recht, ich habe mich mies verhalten, als ich Giselle erzählt habe, dass der Kuss von Ihnen ausging. Das tut mir leid und dafür wollte ich mich entschuldigen. Das spielt keine Rolle mehr. Dann nehmen Sie meine Entschuldigung nicht an. Ich nehme von Ihnen nur noch Arbeitsanweisungen entgegen, sonst nichts. Okay, Sie haben mir gerade ziemlich deutlich gemacht, was Sie von mir halten. Sie verachten mich und das ist auch Ihr gutes Recht. Aber vielleicht kann ich Ihnen wenigstens erklären, warum ich mich so verhalten habe. Müssen Sie nicht. Sie fanden es bequemer, mir die Schuld zuzuschieben. Und den Haschkeksen. Weil Sie sich dann nicht fragen müssen, warum Sie mich wirklich geküsst haben. Moment mal, Sie messen dem Ganzen doch nicht irgendeine tiefere Bedeutung bei, oder? Natürlich nicht. Ich muss dann auch mal wieder arbeiten. Moment, das klären wir hier erst noch. Ich habe den Eindruck, Sie nehmen sich hier ein bisschen zu wichtig. Ach ja? Ja. Sie machen doch hier nur so einen Aufstand, weil Sie Ihre Gefühle zu mir nicht in den Griff kriegen, oder? Aber ich will nichts von Ihnen. Können Sie sich damit abfinden? Kein Problem, wenn Sie mich nie wieder küssen. Du kannst immer natürlich jederzeit sehen. Du hast mich angelogen. Hast mir nichts von eurem Streit erzählt. Aber gut, ich habe ja nur drauf gewartet.
Da ist sie wieder, die alte Tanja, die ich von früher kenne. Herzlich willkommen. Hattest du Angst, dass ich mich für Frieda entscheiden könnte? Hast du es darum gemacht? Stimmt, sie hat mir ja einen Sohn geschenkt. Hat sie das Angst gemacht? Sieh mich wenigstens an. Du siehst nur, was du sehen willst, weil du Entschuldigung brauchst. Weil es einen Schuldigen gibt, sei einmal ehrlich. Du würdest gerne ein Geständnis von mir hören. Hm? Kriegst du aber nicht, weil ich es nicht gemacht habe. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast. Wenn noch irgendwas fehlt, sage ich Justus Bescheid. Geht's dir jetzt besser? Du hast Frieda das Schlafmittel gegeben. Das kannst du nicht beweisen, Tanja. Dem Kleinen von Sebastian geht's bald besser. Ich weiß noch, wie viel Sorgen wir uns gemacht haben, als Tommy zu früh gekommen ist. Er muss erst mal selbstständig atmen. Dann ist er aus dem Gröbsten raus. Ciao. Bis später. Ciao. Ciao. Tschüss. Oh, endlich. Jetzt können wir beginnen zu planen. Was planen? Eure Verlobungsparty. Wer sagt, dass wir eine Verlobungsparty machen wollen? Ich sag das. Komm, wir feiern noch viel zu selten. Und das ist ja wohl mal wirklich ein Anlass, oder? Telefon vergessen. Hier. Ciao. Ciao. Außerdem liebt Ricky Überraschungspartys. Tut er das? Ja, alle Männer lieben Überraschungspartys. Erst recht, wenn es was zu essen und was zu trinken gibt. Hier oben brauchen wir noch zwei Fischernetze. Mhm. Und noch Rettungsgarn. Okay, ich kümmere mich drum. Geh dann mal. Nach Hause. Wir sind hier noch lange nicht fertig. Wir? Die Scheinwerfer fehlen noch, ein Anker, irgendjemand muss die Techniker bei der Montage beaufsichtigen. Ist das nicht Chefsache? Nein, Chefsache ist Aufgaben delegieren, was ich soeben erfolgreich getan habe. Und was machen Sie so lange? Ich glaube nicht, dass Sie das was angeht. Hey. Nee. Also, Schulz, ich verlasse mich drauf, dass dann unter Ihrer Aufsicht hier alles in Gang geht. Ja, die Überstunden können Sie absetzen. Das hätte ich sowieso getan. Ich habe mal gesagt, du willst mich sprechen? Nicht sprechen. Entführen. Noch eine. Wahnsinn. Das Zebrafell. Sogar die Lampe, das ist alles genau wie in deinem Apartment damals in Manhattan. Das gibt's doch nicht. Ich hab gedacht, vielleicht fühlst du dich so ein bisschen wohler bei mir. Champagner, wenn du was essen willst. Ich hab irgendwas vergessen, irgendein Jubiläum oder so. Nein. Ich wollte einfach nur eine Freude machen. Oder hast du immer noch ein schlechtes Gewissen wegen Caro und dem Kuss? Nur für dich, weil ich dich liebe.
Wie machst du das? Hast du etwa schon wieder gewonnen? Ja. Bin ich schon wieder dran? Na. Oh. Du siehst nur, was du sehen willst. Bei deinem Schuldigen brauchst du. Aber damit habe ich nichts zu tun. Das musst du mir glauben. Jetzt besser. Entschuldigung, ja. Der Papa ist heute nicht ganz bei der Sache. Mama sagt das auch immer. Aha. Ja. Spielst du mal kurz alleine? Bin gleich wieder da, ja? Gut. Elisabeth. Ja? Könntest du zufällig kurz auf Emma aufpassen? Ja. Aber Tanja wird ja sicher bald wieder da sein, oder? Nein, wird sie nicht. Sie ist gegangen. Wie gegangen? Wegen Frieda? Ja, ich habe ihr unterstellt, dass sie Frieda das Schlafmittel untergeschoben hat. Also, Sebastian, ich traue ja Tanja einiges zu, aber dass sie einer Schwangeren. Kannst du jetzt ein oder zwei Stunden auf Emma aufpassen oder nicht? Ja, kann ich. Wo ist sie denn? Kaminzimmer. Danke. Ja, bitte. Hey, Nana. Nana, machst du auch Pause? Mhm. Bin zwar gerade erst gekommen, aber schon wieder Hunger. Und bei Frau Linses Apfelkuchen, da konnte ich natürlich nicht nein sagen. Apfelkuchen? Ist da noch was da? Ja, aber du musst warten, bis Frau Linse wieder da ist. Muss ich? Natürlich, du arbeitest hier, du kannst doch nicht einfach in den Kühlschrank gehen. Ach komm, Frau Linse und ich sind noch ganz dicke von früher. Ich mach das. Frau Wolf, gut, dass Sie da sind. Diese beiden Damen haben in dem anliegenden Waldstück etwas gefunden, was augenscheinlich Ihnen gehört. Was habt ihr denn gefunden? Einen kaputten Luftballon. Und da hing ein Schatz dran. Zwei Schätze. Ist doch egal. Nein, ist es nicht. Was denn für ein Schatz? Los, Lene, zeig schon. Aber nur, wenn du Dana heißt. Ehrenwort. Und du bist Hagen? Was, wie kommst du denn darauf? Weil das auf den Ringen steht, Dana und Hagen. Arbeiten, sorry. Frau Schulz. Schulz. Was soll dieser Unsinn? Dann wissen Sie noch gar nichts. Was weiß ich nicht? Das Konzept für die Prêt-à-porter-Präsentation musste leider geändert werden. Wer hat das warum angeordnet? Sie wissen ja, dass wir ursprünglich das Thema Großstadt hatten. Das weiß ich, aber das habe ich Sie doch gerade nicht gefragt, oder? Ja, also das Thema Großstadt wird leider bereits bei der Modewoche in New York verwendet. Und warum erfahre ich das erst jetzt? Wieso informiert mich da niemand? Das ist nicht meine Aufgabe, sondern die von Herrn Hellström. Wo finde ich den? Sie wissen nicht, wo Ihr eigener Chef ist. Ich bin Rebeccas Assistentin. Und wo ist die? Gut, jetzt hören Sie mir zu. Da hier gerade niemand zu finden ist, sorgen Sie jetzt dafür, dass dieser ganze Scheiß verschwindet. Aber das muss alles bis morgen fertig sein. Wir können das Konzept unmöglich noch mal morgen umstellen. Findet hier nichts statt. Aber jetzt hören Sie mir gut zu. Ich habe heute jede Menge Ärger und ich habe verdammt schlechte Laune. Sie wollen sich nicht mit mir anlegen. Ich will, dass das alles verschwindet jetzt.
Gott, lass bitte klingeln. Das gibt's doch nicht. Okay, ich mach's kurz. Kurz und schmerzvoll. Letzte Woche schon so ein Staubsaugervertreter da. Ich wusste gar nicht, dass es diese Spezies noch gibt. Schulz. Ich wollte nicht stören, aber Sie sind nicht ans Handy gegangen. Caro, was machst du hier? Was ist denn passiert? Frau von Lahnstein hat gerade eben unsere Präsentation gecancelt. Was? Und das lassen Sie einfach so zu? Ja, was hätte ich denn tun sollen? Sie niederschlagen? Außerdem, Sie sind der Chef. Oh Gott, das gibt's ja wohl nicht. Du musst irgendwas tun. Ja! Ja, klar, ich kümmere mich. Mit dem hier anwesenden Hagen von Lahnstein die Ehe einzugehen? So antworten Sie bitte mit Ja. Hagen und Ludwig sind mit ihrem Boot in einen Sturm geraten. Es gibt keine Spur von den beiden. Ich kann mir zur Not ein Leben ohne Kinder vorstellen. Und niemals ein Leben ohne dich. Du bist so wundervoll. Und ich liebe dich. Ich liebe dich. Und ich liebe dich. Ich will keinen einzigen Tag mehr ohne dich sein. Ich hab dich so vermisst. Ich dich auch. Ich dich Ich fühle mich so hilflos, dass ich gar nichts für ihn tun kann. Hey, der Kleine wird das schaffen. Ich weiß das. Das ist unser Sohn. Der lässt sich so schnell nicht unterkriegen. Und ich glaube nicht, dass Tanja das war. Sebastian. Frieda, sie ist selbst Mutter. Ich will jetzt nicht darüber reden, bitte nicht. Jetzt nicht. Könnte es denn nicht sein, dass du in der Zeit irgendwelche anderen Medikamente genommen hast? Natürlich nicht. Ich war schwanger. Ich meine doch nur, vielleicht hast du es einfach nur verwechselt. Ich habe nur diesen Saft getrunken, dreimal täglich, genau nach Verordnung. Mein Gott, Sebastian, kannst du einmal vergessen, dass du Anwalt bist und deinen gesunden Menschenverstand einschalten? Sogar Ansgar hat mich vor Tanja gewarnt. Ansgar? Ich schau gleich noch mal rein, ja? Cayenne-Pfeffer ist doch eigentlich genau dasselbe wie richtiger Pfeffer, ne? Kann ja nicht so ein großer Unterschied sein, oder? Was ist los?
weiß nicht. Oh. Ist es, weil ich Salat mache? Dana, ich gebe mir diesmal wirklich ganz doll Mühe. Außerdem hat Anni gesagt, bei nach dem dritten Bier, da schmeckt mein Salat fast so gut wie gekauft. Wo hast du die her? Kinder haben sie in der Nähe gefunden und zum Schloss gebracht. Wow. Ich hab gedacht, die sehen wir nie wieder. Glaubst du, das hat was zu bedeuten? Du meinst, dass es ein Zeichen ist? Und was sollte das bedeuten? Ich glaube, es hat nur was zu bedeuten, wenn du das willst. Warum sollte ich das wollen? Vielleicht, weil du Hagen gegenüber ein schlechtes Gewissen hast, weil du jetzt Ricky heiratest? Vielleicht. Das musst du nicht. Hagen wäre bestimmt froh, wenn er wüsste, dass du nicht mehr allein bist. Seenot. Wissen Sie, was ich damit assoziiere? Dass zwei Mitglieder unserer Familie von den Bahamas verschollen sind. Das tut mir leid, davon wusste ich nichts. Danke, Tanja, für dein Mitgefühl. Aber das, was mit Papa und Hagen passiert ist, das hat doch überhaupt nichts mit dem Konzept von Tore zu tun. Ach, hat es nicht. Dann sag ich dir jetzt mal, was die Presse daraus machen wird. Angeschlagenes Modelabel versucht, sich mit bemühter Selbstironie in den Vordergrund zu stellen. Dazu Elend und Entbehrung statt Luxus und Genuss. Wen genau wollen Sie ansprechen? Obdachlose? Ich glaube einfach, wir haben gänzlich andere Bilder im Kopf als Sie. Und ich fand das Konzept von Frau Schulz von Anfang an sehr gut. Gut, aber wie auch immer, was meinen Sie denn, was die Presse schreiben wird, wenn das Event jetzt so kurzfristig abgesetzt wird? Ich glaube auch, dass wir uns das nicht leisten können. Entschuldigung, was wir uns leisten können und was nicht, das entscheide ich. Niemand sonst. Ist es angekommen? Ja, bei mir ist es jetzt angekommen. Das Meeting ist noch nicht zu Ende. So gelächelt im Schlaf. Weiß es nicht mehr. Schulz, wo wollen Sie hin? Sie wissen schon, dass heute Nachtschicht angesagt ist. Haha, netter Witz. Schönen Abend noch. Haha, sehen Sie mich lachen? Ich meine das ernst. Und was soll ich tun? Bleistifte anspitzen? Nein, Sie sollen schleppen. Scheinwerfer, Metallstangen, Anker, alles, wofür Ihre Bandscheibe Sie hassen wird. Das war ein Witz. Für die Schlepperei habe ich Sascha engagiert. Sie kennen das Konzept, Sie müssen ihn ein bisschen einweisen. Und falls Sie schon vergessen haben, die Show findet morgen statt. Aber die Chefin, die... Nein, ich habe das schon alles organisiert, wirklich. Also, wir sind nicht wirklich viele Leute, also mehr oder weniger nur wir drei und noch ein paar andere, aber wir kriegen das schon hin. Überstunden und Nachtzuschlag. Klingt doch gut. Hoi, Tag. Keine Ruhe. Ja, das wird ja doch teuer. Wie auch immer Sie sich motivieren, hopp hopp, weil morgen kommen nämlich die Männer vom TÜV und nehmen unsere Bühne ab. Mit Hop Hop können Sie vielleicht Ihre Models über den Laufsteg scheuchen. Aber mit mir kommen Sie da nicht weiter. Das sollten Sie doch inzwischen kapiert haben, oder?
Sie haben mir vorhin gesagt, Sie nehmen nur noch Arbeitsanweisungen von mir entgegen. Das ist eine. Legen Sie sich ins Zeug. Kein Problem. Oh, wir sitzen hier im Dunkeln. Ich habe von Hagen geträumt. Ist ja nicht schlimm. Es hat sich total echt angefühlt. Ich habe ihn umarmt und ich konnte ihn riechen und ich konnte ihn spüren. Das war, als wäre er nie weg gewesen. Aber du denkst jetzt nicht, dass es ein Fehler ist, Ricky zu heiraten? Nein. Ich liebe Ricardo, da bin ich mir ganz sicher. Hagen ist tot, aber ich denke an ihn und ich träume von ihm und dann tauchen auch noch diese Scheißringe wieder auf. Ja, aber dafür gibt's doch eine ganz einfache Erklärung. Die Ringe hingen an einem Luftballon, der ist geplatzt, die Kinder haben die gefunden und weil eure Namen drin standen, haben sie euch zurückgebracht. Das ist nichts Übersinnliches. Und der Traum? Der Traum ist, weil du Hagen geliebt hast. Und ist doch klar, dass du jetzt öfter an ihn denkst, jetzt, wo du wieder heiratest. Du hast doch gerade selbst gesagt, dass du Ricky liebst, oder? Und das ist doch das Wichtigste. Du machst garantiert keinen Fehler, wenn du ihn heiratest. Ich meine, was willst du auch mehr? Der sieht unverschämt gut aus, hat eine Schweinekohle und trägt dich auf Händen. Mmh. Da fällt mir ein, wir müssen morgen ganz dringend das Ende unserer Ehe verkünden. Wie heißt das im beidseitigen Einverständnis? Du bist die beste Ehefrau, die ich je hatte. Du auch. Sie da? Nichts. Sie haben mich beobachtet. Ja. Das gehört sich nicht. Ich weiß. Oh Gott. Ich habe geschnarcht, oder? Nein. Nur gesabbert. Nein, das stimmt nicht. Kaffee? Ja, danke. Ich komme besser ohne Ihre Hilfe zurecht. Naja, wie dumm von mir. Ich hatte es für einen kurzen Moment vergessen. Landstein. Guten Morgen. Wie geht's Ihrem Sohn? Er ist noch sehr schwach, die zusammen müssen abwarten. Wissen Sie, der Sohn von Herrn Wolf, der war auch ein Frühchen. Und den müssten Sie jetzt mal sehen, der strotzt nur so vor Gesundheit. Und konnte Frau Hansen sich schon von ihrem Schwächeanfall erholen? Ja, ja, das schon. Ach Gott, ich bin unmöglich. Ich frage Sie hier aus. Sie sehen aus, als bräuchten Sie einen Kaffee. Gern. Ja.
Frau Schumann, ich möchte Sie etwas fragen. Mhm. Sie haben doch auch gestern wieder für Frau Hansen diesen speziellen Saft zubereitet, nicht wahr? Ja, den bekommt sie von mir dreimal täglich. Die Frage klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam, aber waren Sie bei der Zubereitung dieses Safts allein? Justus war kurz hier, ist aber gleich wieder gegangen. Und Tanja? War die zu dem Zeitpunkt hier? Die habe ich erst wieder gesehen, nachdem Frau Hansen im Wald gefunden worden war. Da war sie sehr aufgeregt, aber das ist ja wahrscheinlich normal. Nein, Graf Tristan war hier. Mit Graf Ansgar. Hey, Frau. Schulz. Schulz. Erklären Sie mir das. Ich habe die Präsentation abgesagt und Ihnen, dass Sie das hier alles abbauen sollen. Wieso widersetzen Sie sich meinen Anweisungen? Weil sie meine Wünsche befolgt hat. Und Sie stellen sich jetzt über mich, oder wie? Das würde ich nicht tun. Bitte lesen Sie. Diese Vollmacht von Sebastian gewährt mir absolute Gestaltungsfreiheit bei diesem Projekt. Damit kommen Sie nicht durch. Soweit ich weiß, steht Sebastian in der Hackordnung über Ihnen. Das heißt, Sie müssen wohl, um bei unserem Thema hier zu bleiben, zurückrudern. Ich habe gestern eine Pressemitteilung rausgegeben. Und die Verschiebung der Veranstaltung verkündet. Ich weiß. Ich war so frei, eine weitere Pressemitteilung rauszugeben. Die Show findet statt. Ja, ich habe auch noch eine Menge zu tun. Nee, Jessica, noch ein bisschen nach rechts. Ey, ich kann nicht weiter nach rechts, dann falle ich von der Leiter. Dann auf jeden Fall nach rechts. Ich geh. Oh, Papa, hi. Hey. Na? Schön, dass Sie so schnell gekommen sind. Wow. Hey. Guten Morgen. Hey. Na? Sie sehen nur so aus, als hätten Sie die Party schon hinter sich. Ach was, ich habe nur die ganze Nacht mit LCL durchgearbeitet. Bin aber trotzdem mit dabei. Perfektes Timing. Ricardo ist noch im Bad. Und er weiß wirklich von nichts? Nee. Psst. Er kommt, er kommt. Das Bad ist jetzt auch frei. Überraschung. Wow. Hey, guten Morgen alle zusammen. Ja, ich dachte... Verlobung ohne Verlobungsfeier geht nicht. Nee, das geht auch gar nicht. Ey, schön, dass ihr alle da seid. Ja, auch Dana und Ricardo. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Auf Dana und Ricardo. Wow. Ist richtig gut geworden. Ja, finde ich auch. Und alles in einer Nacht? War auch ganz schön viel Arbeit. Ihr zwei habt das zusammen gemacht? Ja. Ganz allein? Sascha. Ja, Sascha hat auch noch. Der war auch dabei. Und jetzt haben wir es geschafft und du präsentierst deine erste Kollektion. Na, wie fühlt sich das an? Großartig. Danke, dass du das alles für mich machst. Sag mal, Giselle, wo bleibst du eigentlich? Die Visagistin wartet schon auf dich. Also, Caro, du machst, glaube ich, mal eine Kaffeepause, ja? Ich glaube zwar nicht, dass sie außer meinen Fingerabdrücken noch andere darauf finden werden, aber ich muss jeder denklichen Spur nachgehen. Haben Sie einen konkreten Verdacht, wer Frau Hansen das Schlafmittel verabreicht haben könnte? Nicht nur einen. Für mich kommen drei Personen in Frage. Meine Ex-Frau Tanja, Ansgar, mein Cousin und mein Bruder Tristan. Und was sind die Motive? Bei Tanja von Lahnstein zum Beispiel. Ja, Tanja ist meine, beziehungsweise war meine Frau. Ich habe ein Kind mit ihr. Ich habe allerdings auch ein Kind mit Frieda Hansen, das gerade um sein Leben ringt. Also Eifersucht. Tristan hat sich ohnehin in dieser Familie immer chronisch übergangen gefühlt.
Er hat in der Vergangenheit so viel Mist gebaut, dass ich ihm das auch zutrauen würde. Und Ihr Cousin Ansgar? Ist für mich der Hauptverdächtige. Ich halte es für möglich, er hat das Ganze eingefädelt. Aus Rache, damit ich mich von meiner Frau trenne. Aus Rache? Nur so viel, es geht dabei um Machtverhältnisse. Die drei sind aktenkundig, es dürfte also nicht allzu schwierig werden, an die Fingerabdrücke zu kommen. Sobald Sie mehr wissen, informieren Sie mich. Umgehend. Okay. Warst du eigentlich schon mit Papa im Wald? Nee, wieso? Na, der obligatorische Härtetest für werdende Schwiegersöhne. Emil konnte danach kein Glas mehr halten. Ja, das war richtig tragisch. Tja, wir können ja auch nichts ab, aber ich habe ihn gewarnt. Also, das wäre jetzt als Chirurg etwas unpraktisch. Was passiert denn genau? Oh, also wir fällen Bäume und dann machen wir Baumstammweitwurf. Na, schon Angst? Ich ja, ein bisschen. Wie geht's eigentlich Emilias Mama? Sie hat die OP ganz gut überstanden, aber muss leider noch ein paar Tage im Krankenhaus bleiben. Also bleibt Emilio auch noch in Venezuela? Mhm. Mindestens für eine Woche oder so. So, mein Kleiner. Jetzt bist du auch dabei, hm? Guck mal, wer noch da ist. Da ist nämlich der Tommy. Der Tommy. Ja, aber der schläft. Aber wenn er wieder wach ist, dann könnt ihr ein bisschen spielen. Hm? Kannst du Mama geben? Kannst du was essen? Danke. Dann komm hier, Kleiner. Ja. Ja. Moment. Ich gehe. Irgendjemand hat mal behauptet, dass man als Vater seine Tochter verliert und als Schwiegersohn gewinnt. Das ist natürlich Quatsch. Weil natürlich verliert man seine Tochter. Das tut auch weh. Ja, liebe Dana. Du dir so einen Prachtburschen gesucht hast und deswegen trink mir doch auf das. Wo ist Karl? Hey, was ist hier los? Der Arzt von der Frühchenstation war gerade hier. Sie haben ihn mitgenommen. Sein Zustand hat sich verschlechtert. Sie wissen nicht, ob er es schaffen wird, Sebastian. Lass mich nicht ab. Du hältst die ganze Zeit zu Tanja. Sie ist schuld, dass ich die Frühgeburt hatte. Das hast du noch gar nicht gesagt. Dass ja, du willst es einfach nicht wahrhaben, oder? Es kann sein, dass mein Sohn stirbt. Dass er niemals ein normaler, gesunder Junge werden kann. Und du nimmst sie trotzdem noch in Schutz. So verhält sich doch kein Vater. Hey. Ich werde rausfinden, wer dir das angetan hat. Ich werde rausfinden, wer uns das angetan hat. Und unser Sohn wird nicht sterben. Und wenn doch? Geh einfach. Ach, irgend so ein Typ. Ich dachte erst, es wäre ein Freund von Ricardo. Hat er irgendwas gesagt? Nö, der hat nur Maxi komisch angestarrt. Hat er? Doch, Maximilian hat er gesagt. Woher kannte er seinen Namen? Keine Ahnung, wird geraten gewesen sein, weil ich gesagt habe, Max, brauchst keine Angst haben.
Die Anker sind alle mit Schiffszaun gesichert. Die Aufhängung ist von mehreren Seiten mit solchen langen Schrauben fixiert. Zweimal von oben jeweils, zweimal von unten, zweimal links, zweimal rechts. Aber das können Sie auch gern selber überzeugen. Ja.